Hallo meine Lieben, ich habe hier auf meinem Fass heute einen Mordlach, 12 Jahre alt. Der schimpft sich Sivivici und ich habe mir den, glaube ich, schon vor einem Jahr oder so gekauft. Und da war die Zeit einfach reif, den jetzt auch mal zu probieren. Da kommt immer so viel anderes dazwischen und dann, dann steht er ewig im Schrank. Also, oder ein halbes Jahr, auf jeden Fall steht er länger im Schrank. Damals auch mit dem Hintergrundgedanken, dann alle 12er mal zu probieren aus den Standardreihen, ja. Hier diese Mordlach 12 Flasche ist eine, also da ist der Karton schon etwas flacher. Sonst hat man ja immer die Röhren, aber hier ist ein viereckiger Karton. Der Mordlach 12 hat 43,4%. Keine Ahnung, ob es bei der Prozentzahl am besten schmeckt. Wurde 2,81 mal destilliert. Und gut, da habe ich mich jetzt nicht mit beschäftigt, warum da 2,81 mal ist. Hier hinten ist aber auf jeden Fall ein schönes Bild aufgemalt. Wer sich den Karton kauft, kann gerne nachgucken, ob er dieses Ornigramm hier entziffern kann. An welcher Stelle welche Brennblase wohin läuft. Ja, ist ja vielleicht so ein Suche den Weg Spiel. Und hier an der Stelle haben wir nochmal eine Angabe, wie der so ungefähr schmecken soll. Ja, also da sind wohl Sherry- und Bourbonfässer mit drin. Und noch ein paar Tasting Notes. Ja, der ist kühl gefiltert. Und ob er gefärbt ist, da habe ich nichts rausbekommen. Hier steht doch nicht irgendwie dann irgendwie sowas mit Farbstoff dabei. Ich denke aber, die werden immer wieder versuchen, den gleichen Farbton zu erhalten und der wird dann auch gefärbt. Ja, so sieht die Bude aus. Ich persönlich finde, die macht schon was her. Ja. Also das ist schon ein schönes Fläschchen, wenn man das so sehen kann. Ja. Die Flasche allein im Schrank. Auf jeden Fall ein Hingucker. Schönes Geschenk. Derzeitig liegt die so um die 45 Euro. Mal ein Euro weniger, mal ein Euro mehr. Ich habe sie für unter 40 bekommen damals. Da hatte ich einen Schnapper gemacht. Und ich glaube, ich habe 36, 37 Euro für bezahlt. Musste ich zuschlagen damals. Da gab es eine ganze Zeit, wo es den immer wie im Angebot gab. Entweder hatten die den gerade neu aufgelegt und wollten den damit in eine Werbung bringen oder so. Keine Ahnung, also muss mal kurz nach der Zeit gucken. Hier, ich habe es wieder verpasst. Ne? Dass ich das so ungefähr hin, wenn ich so viel quatsche. Sonst macht es nachher dann wieder Klick und ich rede für Umme. Ja, also wie gesagt, hier finde ich auch keinen Farbstoff, keine Farbstoff, doch mit Farbstoff. Hier auf der Flasche steht drauf mit Farbstoff, mit Zuckercouleur. Das steht hier auf dem Karton nicht, aber auf der Flasche selber steht drauf, dass die mit Farbstoff ist. Also wir wissen, er ist kühl gefiltert und mit Farbstoff. Ja, also wirklich schicke Teil. Machen wir mal auf das tolle Teil hier. Der saß aber, also ganz ehrlich, der saß ganz schön locker. Keine Ahnung. Der wird doch nicht schlecht geworden sein, nein. Aber der, ganz ehrlich, der fällt fast rein und raus hier. Der hört ja gar nichts. Nicht gut. Ich hütte mir aber trotzdem was ein. Das bedeutet, wir müssen die Flasche schneller leer trinken, wenn der Korken nicht dicht ist. Sonst verdunstet nachher alles. Ja. Naja. Mal gucken, ob wir einen anderen Korken dann finden. Oder ich mache Parafilm drum, das geht ja auch. Tolle Flasche, wie gesagt. Ansonsten, auch wenn der Korken nicht dicht ist oben. Ja. Und
Da wollen wir mal probieren. Ja, es ist wie gesagt eine Standardabfüllung. Der 12-Jährige, den gibt es regelmäßig immer wieder. Früher gab es da andere Jahreszahlen. Ich glaube, seit 2018 hat Mortlach umgestellt auf in Anführungsstrichen auch günstigeren Whisky. Mit 12 Jahre für das Geld. Die anderen sind natürlich dann doch auch wieder teurer. Ja. So, schauen wir mal. Frisch eingegossen, ganz schlecht, aber was soll's. Da brennt auf jeden Fall mal kein Alkohol. Und ich habe eine schöne, kräftige Malznote. Eine süße, kräftige Malznote. Ich würde sagen, sehr fruchtig riecht er noch. Aber so in Richtung tropische Früchte. Ein tropischer Früchtecocktail, würde ich sagen. Aber eigentlich sticht diese Malznote ein bisschen Kräfte hervor. Ich denke, das sind... da kommen Orangen vom Sherry durch. Und dann, wie soll ich sagen, da ist keine richtig süße Ananas drin, aber manchmal kauft man die Ananas ja und dann ist die noch so ein bisschen unreif, würde ich sagen. Wo sehr viel Säure dann drin ist. Ja, Ananassäure. Und wenn die schon nach Ananas schmeckt, aber nicht so richtig süß, danach riecht's, würde ich sagen, ja. Also keine vollreife Ananas, sondern eher nur eine noch unreife Ananas. Und ein bisschen Orange. Ich werde heute vielleicht nochmal andere Notes bekommen. Ich habe vorher, gebe ich zu, heute keinen Whisky getrunken. Ganz schlecht, weil dadurch schmeckt man eigentlich, wenn man dann den ersten Schluck genommen hat, dann ist ja in der Nase erst nochmal richtig die Notes. Aber das war so das, was ich gerade hatte. Ich probiere jetzt mal. Also ich hatte gerade das Gefühl, ups, getrunken, gleich weg, kein Geschmack im Mund. Aber der Abgang, der ist jetzt richtig kräftig. Also jetzt im Nachgeschmack hat der richtig schöne, kräftige Noten. Also da ist auf jeden Fall Eichennoten, würzige Eichennoten drin. Der brennt gar nicht, der ist richtig rund. Ich überlege mal, ob es im Abgang dann so ein bisschen Richtung Kaffee geht, aber eigentlich nicht. Das ist nur, sind nur Ansätze davon, ja. Ansonsten schöne, kräftige Eichenwürze. Also die haben den gut abgestimmt hier mit den 43,4%. Eichennote, würzig und eine schöne süße Vollmilchschokolade, würde ich sagen. Ja, das ist keine dunkle Schokolade jetzt, wo ich nämlich am Anfang überlegt habe, Mensch, im Abgang ist das jetzt Schokolade, Kaffee, gar nichts von meinem. Schöne Vollmilchschokolade, unterstützt von dieser kräftigen Eiche, aber da ist nichts bitter, nichts, da sticht kein Alkohol. Und das ist eine fantastische, runde Sache. Wenn man jetzt dran riecht, nachdem man von getrunken hat, entwickelt er in der Nase noch einen leichten Toffee-Geruch, ja? Wie wenn man Bonbon auswickelt und nur dran riecht. Und kräftigere Orangennoten.
Aber richtig rund, richtig schön. Schade, dass der jetzt inzwischen wirklich über 45 Euro kostet. Ja. Ich hatte den, wie gesagt, unter 40. Für unter 40 würde ich mir den wahrscheinlich, wenn die Flasche leer ist, gleich wieder nachkaufen. So warte ich dann, bis er mal wieder im Angebot ist. Lohnt sich ja manchmal. Schade, wenn den schönen Korken haben. Ja, ansonsten, wie gesagt, Toffee-Noten, bisschen typische Vanille, was da noch durchkommt, aber mehr Toffee. Absolut rund. Schöne, kräftige Würze, die nicht brennt, die angenehm ist. Beim Trinken selber nicht, aber dann im Nachgang, im Abgang, super, super. Sehr schönes Teil. Kann ich empfehlen, muss jeder selber wissen, ob er dann guckt, ob er den mal im Angebot kriegt oder die 45 Euro aufwärts dann bezahlen möchte dafür. Ist, denke ich, auch was Schönes zum Verschenken so. Wenn jetzt mal einer wirklich was Schickes für einen Schrank braucht, für die Optik. Ja, und beim, finde ich toll, war das Video dann zu Ende. Es hatte noch nicht Klack gemacht. Und die Kamera macht dann nämlich immer Klack und dann erschreckt man sich tierisch, weil man weiß, oh Mann, man hat es wieder verpasst. Aber es hat trotzdem das Ende gefehlt. Im Grunde genommen hat eigentlich nur das Ende gefehlt, wo ich sage, es hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Und wünsche euch noch einen schönen Abend oder guten Morgen oder guten Tag. Und danke fürs Vorbeischauen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Tom.